MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Nee, ich fahre ja nicht, Reno. Ach du Scheiße, das wird... Da Lidl! Oha. Wieder über den Teich hier. Oh, und dann eine Huckelpiste. Hallo. Wo wolltest du nicht eigentlich nach Island? Ja, aber war nix für Island. War nix? Nee. Auch nix grob in die Richtung? Nee. Du fährst jetzt wohin? Nach irgendwo. Ah, okay, cool. Das ist ungefähr so wie spät ist dunkel. Ja. Also es wird wohl schon Bulgarien sein. Ich muss durch Rumänien durch. Ach so, dahin, ja. Aber es stand halt auf Kyrillisch oder so da. Aha, ich fahre für... Kyrillisch in Bulgarien? Ja. Ich fahre für Agro-Nord. Echt? Okay. Bist du voll Agro, hä? Ja, Agro-Nord. Mhm. Ja. Weißt du, was viel schlimmer ist als Agro-Nord? Na, Agro-Berlin. Nee, Agro-Süd. Also. Sondern Überdruck. Also. Oh. Oh Gott, wo steht denn der Trailer? Nee, ess du ruhig das Popcorn, Schatz. Ess du ruhig. Genau, Mayo könnte sonst zunehmen. Wo steht denn der Trailer? Oh Gott, steht Lagerhalle der... 7. Oh Gott, da... Kann ich da... Kann ich da vorwärts... Kann ich da überhaupt vorwärts dran? Muss ich den denn aufnehmen? Da muss ich den aufnehmen. Da muss du ich musst den... nur aufpassen bei manchen Trailern. Gerade wenn die fast nur aus Achsen besteht. Die sind alle lenkfähig und du kannst nicht zu enge Kurven damit nehmen. Da musst du vorsichtig sein. Da brauchst du Platz, um den dann da rauszukriegen. Manchmal hilft es dann entgegengesetzt der Ein- oder Ausfahrt. Erst davon wegzufahren und dann zu drehen. Müsste ich nicht eigentlich auch eine Liftachse haben? Kommt drauf an, ob du einen mit Liftachse hast. Das musst du mit deinem Fahrwerk ausgewählt haben. Wobei geht die dann nicht eh automatisch mit runter? Ja, ist egal. Kannst du so einstellen, dass sie automatisch geht, aber kannst auch selber machen. Ist egal, sind sowieso beide Achsen unten. Das ist schon okay. So, ich muss den auf jeden Fall... ...so aufnehmen. Bin ich da? Hallo Handy. Ach du Scheiße, Alter. Was ist denn mit deinem Kack-Emoji-Handyton geworden? Ja. Oh Gott, Kesselwagen. Fanta-Kacke. Fanta-Kacke. Okay. Das war gut. Der war ordentlich. Mhm. Fanta Kacke. Aber wer schreibt mir denn jetzt? Nicht da. So, auf. Auf und davon. 2, 1, Risiko. Boah. Oh, aber mit 14 Ganggetriebe geht das. Sollte man bei solchen schweren Dingern auch haben. Okay, Kurve zu eng genommen, schon hänge ich fest.
Also wenn du beim Aufladen schon gar nicht mehr weiterkommst, musst du dich einmal in die Werkstatt zurückversetzen lassen und hoffen, dass du dann da rauskommst. Mario hat's kaputt gemacht. Da ist er noch keinen Zentimeter gefahren. Wo hängt der denn? Der hängt da am Zaun. Ja, du kannst es dann auch manchmal, wenn du dich dann da festgefahren hast, durch die ganzen Lenkachsen nicht mehr richtig befreien. Na, vielleicht jetzt. Ein Spuk. Ja, ja, ja. Ja, geschafft. Ja gut, da, die Karte hier ist ja jetzt nicht dafür ausgelegt und so extra, dass du... solchen riesen Mega-Dingern da rumfährst, ja. Normalerweise hättest du ja bei diesen Schwertransporten auch dann Begleitfahrzeug und alles. Ja, oh, ich häng wieder. An einer anderen Stelle jetzt, scheiße. Diese Auflieger von diesem Big Heavy Pack, die haben es teilweise echt in sich. Ja, merke ich. Hallo, könnten wir mal Gas geben? Müssen wir halt ein bisschen durch die Botanik fahren. So, dann kommen wir auch rum. Siehst du, geht doch. Jetzt fängt da wieder das Lecken an. Jetzt liegt es doch schon. Jetzt natürlich hier mit dem aus dem Pudding zu kommen. Schwer bis unmöglich. Schwer ist er. Ja, na, es geht, aber dadurch, dass du die 14 Gänge hast, ist das schon okay, ne? Eine Automatik, die sich dann ständig verschluckt und nicht weiß, welchen Gang sie nehmen soll. Ja, und du hast, ich habe hier nur Huppelpiste, Alter. Das ist nicht schön. Damit um den Verteilerkreis, alles klar, wenn ich aber links abbiegen muss, muss ich auch links über den Verteiler ziehen, sonst schaffe ich das nicht. Polizei. Die lassen sich eigentlich ganz gut im Kreisverkehr fahren. Ja? Ja, durch die, Lenkachse. Ah ja, gut. Also du kannst eigentlich, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, gut, ich kenne jetzt nicht genau das Pack, aber andere Packs mit Schwerlast. Oh doch, das ging gut. Du kannst dich eigentlich ganz links halten, tatsächlich, und der Auflieger packt das. Hm. Was will denn DPD hier? Der muss tatsächlich eher Sorge haben, dass hinten rechts nicht irgendwas mitnimmst, weil der so weit ausschwenkt. Ja, naja, aber es ging gut jetzt. Es könnte dann auch mal wieder aufhören zu regnen. Also im Großen und Ganzen kannst du die fast fahren wie einen normalen Auflieger. Ja, muss halt nur mit dem Heck aufpassen. Hm. Wo zum Teufel hängst du denn jetzt bitte? Ach, du bist nicht aus dem Gang gekommen, okay. Ich wollte gerade sagen, der Auflieger hängt doch nirgendwo. Nee, nee, manchmal braucht der halt zum Anfahren ein bisschen länger. Mhm. Aber wenn du mit dem Ding am Berg stehen bleibst, dann ist doch auch Feierabend, oder? Ja. Es wird, eine Herausforderung. Also rückwärts runterfahren und nochmal ansetzen. Ja, so ungefähr. Nö, kannst du nur einen Stein auf dem Gaspedal legen und hoffen. Wieso soll ich jetzt da oben lang, wenn ich hier unten auch lang kann? Ah ja. Wow, oh, die Kurve habe ich aber schnittig genommen. Zügig schnittig oder schnittig schnittig? Zügig schnittig. Och, bremst doch nicht, Idiot. Ach, shit. Ah, okay, hier an dem Verteilerkreis, wenn die in der Mitte aber so eine Erhebung haben, da... Ja, aber ich habe eigentlich mit diesem Big Heavy Pack nur gute Erfahrungen, was Kreisverkehr und so angeht.
Ja, ich glaube, jetzt habe ich aufgegeben. Du musst nur halt wissen, wie du sie anfährst. Ja, Gerd ist einfach mitten übers Grüne gefahren, dann passt das. Warum lenken? Was heißt mit Sprit? Scheiße, jetzt habe ich aufgesetzt. Ah, aber er bewegt sich ein Stück. Wenn du im Kreisverkehr irgendwann mal gar nicht mehr vorwärts kommst, drückst du einfach mal, wenn du stehst, V. Aus dem Differential mit rein. Und wenn du dann da weg bist, hältst du nochmal kurz an, nochmal V, um das Differential wieder rauszunehmen. Zeigt mir aber nicht an, wenn ich V drücke, dass ich das Differential zuschalte, ne? Eigentlich schon. Oh! Hat er sich gelöst? Oder hat er sich jetzt komplett festgesetzt? Sicher, dass Differential V ist? Ja. Also komplett stehen? Mhm. Ah, ja, gut, er zeigt mir das im Cockpit an, ne? Müsste auch so ein kleines Hinweisfenster kommen. Nö, so ein Hinweisfenster kommt bei mir nicht. Na. Vor allem, wenn du dann irgendwann zu schnell wirst, dann meckert er auch, dann kommt ein Fenster, dass du wieder halt was kaputt machen kannst. Du sollst bitte dann nach Möglichkeit stehen bleiben und das Differential rausnehmen. Sitze so blöd auf dem Kreisverkehr auf, ich bin nicht mehr weg. Willkommen zu Sachen, die nur Mario schafft, Folge 396. Mhm. Rückwärtsgang geht gar nichts. Ja, dann bleibt hier nur Werkstatt. Einmal abschleppen lassen mit F7. Bin ich hier eigentlich? Zugegeben, den Kreisel habe ich auch richtig blöd erwischt. Du Mario, ich gebe dir mal einen Pro-Tipp. Hm. Nächstes Mal nicht mit 60 reinfahren. Kannst den Kreisverkehr beim Reinfahren recht innen nehmen, dann fährst du quasi geradeaus an den Rand, lenkst dann ein und dann beim Rausfahren lenkst du halt recht früh wieder raus, dass du quasi so ein bisschen leicht schräg rausfährst. Wenn du dann raus bist, kannst du dann rumziehen. So mache ich das eigentlich immer und das klappt eigentlich ganz gut. Alter, jetzt hängt er sich hier an der Ausfahrt von der Werkstatt auf. Echt jetzt? Hast du deinen LKW tiefer gelegt oder was ist da los? Weißt du, was ich schon lange nicht mehr erwähnt habe? Erster Aufenthalt in Ehre. Okay. In was? Ehre. E-R-E. Ehre. Ach so. Nicht die Ehre mit E, sondern mit... Wo ist das denn? Ist das Norwegen? Ist das... Muss ich gerade sagen. Das ist... Mensch. Das ist... Norwegen. Zwischen Östersund und Trondheim. Ich glaube, das ist eine neue Stadt. Ja, das ist ein neues Gebiet, ja. Ist oberhalb von Lillehammer. Da kam ja auch was dazu. Ja. Das ist oberhalb von Lillehammer, Oslo. Auch eine wahnsinnig schöne Strecke. Ja, viele Seen und Brücken. Ja, auch schön Landstraße, idyllisch. Und viele Kreisverkehre. Von der Gestaltung her einfach der Hammer. Jetzt komm doch da raus, Mann!
ein Kreisverkehr nach dem anderen. Das wäre genau die richtige Strecke für Mann. Na, warum, du Idiot? Also danach kann man ja auf jeden Fall Kreisverkehre fahren.